Knapp ein Jahr ist vergangen, seit es den letzten Snapshot gab. 15W31A heißt der neueste und erste Snapshot der Version 1.9 des Combat Updates. Zuerst kommen wir zu dem, was die meisten von euch interessieren wird, das PvP. Viele befürchten ja, dass die 1.9 PvP komplett zerstört. Ich war schon immer gespannt auf die 1.9 und war eigentlich sehr froh, dass wieder mal was Neues kommt. Und ich kann auch weiterhin behaupten, dass das PvP nicht zerstört wird. Am Anfang scheint es etwas kompliziert, aber nach etwas Übung ist man schnell wieder drin. Mit der Taste F kann man sein Item, das derzeit in der Haupthand liegt, in die Offhand legen. Es gibt aber auch einen extra Slot für die Offhand im Creative und im Survival Inventar. By the way, man kann auch seine Offhand im Optionenmenü umstellen, damit können Linkshänder jetzt auch die linke Hand als Haupthand verwenden und das wird später auch jeder sehen. Aber zurück zum Zweihandsystem, auch genannt Dual Wielding. Im PvP kann ich es mir einfach richtig cool vorstellen. Man kann in der Haupthand das Schwert haben und in der Offhand eine Enterperle. Man fightet gerade, sieht, oh scheiße, der zieht mir aber einige Herzen. Da kann man sich einfach mit der Enderperle wegwerfen. Übrigens kann man jetzt auch im Creative Enderperlen werfen. Da in dieser Entwicklungsversion aber noch keine Schilder zum Kämpfen hinzugefügt wurden, kann man auch immer mit dem Schwert blocken. Daher muss man jetzt noch vom Schwert wegswitchen, um die Enderperle werfen zu können. Aber später wird es möglich sein, auch wenn man das Schwert in der Mainhand hat. Auch beim Minen ist dieses neue System sehr nützlich. In der einen Hand hält man zum Beispiel die Spitzhacke und in der anderen die Fackeln und so weiter. Es gibt tausende neue Möglichkeiten mit diesem System. Des Weiteren können auch Monster und Armor Sands in beiden Händen etwas halten. Auch praktisch im PvP ist die neue Status-Effekt-Anzeige oben rechts. Oben sind immer die guten Effekte und darunter die schlechten Effekte. Wenn sie kurz davor sind auszulaufen, blinken die Symbole der Tränke oben rechts immer stärker, bis sie ganz verschwinden. Kleiner Funfact am Rande, die alte Blockhit-Animation ist wieder zurück. Die 16 neuen Pfeilarten in der 1.9 bringen wieder komplett frischen Wind in das PvP-System. Um die neuen Pfeilarten zu benutzen, muss man in der Offhand den gewünschten Pfeil haben und in der Mainhand den Bogen. Es gibt jeden Potion-Effekt jetzt auch in Pfeilart. Der besonderste Pfeil ist aber der Spectral Arrow. Auch Teamfarben werden bei dem Spectral Arrow berücksichtigt. Schaden macht er aber trotzdem, genauso wie ein normaler Pfeil. Jedoch gibt es noch keine bekannten Crafting-Rezepte für die neuen Pfeile. Der neue Wegblock, den man herstellen kann, indem man einen Rechtsklick mit einer Schaufel auf einen Gras- oder Erdblock macht, ersetzt ab jetzt den Kies in den Villager-Dörfern. Den Wegblock kann man bisher trotz Behutsamkeit noch nicht abbauen. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren coolen Thema, und zwar der neue Endkampf. Das Ende sieht in seiner ersten Stage noch ziemlich normal aus wie früher. Die Obsidian-Säulen stehen jetzt etwas geordneter, einige Enderkristalle haben Eisengitter um sich herum, damit sie besser geschützt sind und es schwerer machen, die Enderkristalle auszuschalten. Und der Drache spuckt jetzt Feuerkugeln, was später eigentlich noch ein lila Rauch aus seinem Mund werden soll. Der Dragon Breath, zu deutsch der Drachenatem. Aber wenn man den Enderdrachen einmal besiegt hat, kann man ihn nochmal spawnen, durch ein Crafting-Rezept von den Enderkristallen, das erst in den nächsten Wochen hinzugefügt wird. Sind alle Kristalle wieder platziert, spawnt der Drache neu. Jedoch gibt es kein zweites Drachenei, aber dafür etwas anderes Tolles, den Enderdrachenkopf. Läuft man mit ihm auf dem Kopf herum, bewegt sich das Maul, das gleiche gilt auch, wenn der Drachenkopf gesetzt wurde und mit dem Redstone bepowert wird. Ist der Enderdrache aber jetzt erstmal besiegt, kommt eine neue kleine Struktur zum Einsatz, das End-Gateway. Es ist nur einmal ein Block groß, daher muss man eine Enderperle hindurchwerfen, um in die zweite Stage des Enders zu kommen. Dort sehen wir dann auch die gesamten neuen Pflanzen und Blöcke. By the way, die zweite Stage des Endes ist jetzt unendlich groß, das heißt, es wird immer und immer weiter generiert. Am auffallendsten sind die neuen Chorus-Pflanzen. Wenn man sie am Stamm ganz unten abbaut, droppen Haufen weiße Chorusfrüchte. Man kann sie über die Hungerleiste hinaus essen und sie teleportieren einen, wenn man sie gegessen hat, random irgendwohin im Umkreis von 10 bis 20 Blöcken. Das könnte auf jeden Fall ein spannendes neues Item für PvP sein. Dazu gibt es auch noch einen komplett neuen Dungeon in der zweiten Stage des Ends, die sogenannte End City. Dieser Dungeon sieht aus wie ein riesiger Baum und beinhaltet eine Vielzahl an neuen Blöcken, zum Beispiel nur die neuen Purpurblöcke. Man kann sie auch aus Popped Chorus Fruit in ein 2x2 Feld craften, jedoch weiß ich nicht, wie man die Popped Chorus Fruit derzeit bekommt. Die Rezepte zu den einzelnen neuen Blöcken seht ihr immer eingeblendet. Im Dungeon findet man auch die neuen End Rods. Sie sind einfach eine Lichtquelle und funktionieren wie Fackeln, nur sie können auch noch verbunden werden und in alle Himmelsrichtungen platziert werden. Es gibt noch einen weiteren neuen Block in der Endfestung, und zwar den Endstone Brick. Ihn gibt es zurzeit nur in normaler Brickform, später wird aber auch wahrscheinlich noch eine Treppe und eine Halbstufe hinzugefügt werden.
Der neue Schalker-Mob im Inneren des Dungeons sorgt für große Aufregung, denn er tarnt sich als Block und wenn dich seine Schüsse treffen, bekommst du den Levitation-Effekt. Dieser kehrt die Schwerkraft um und lässt dich nach oben schweben, das wird auf jeden Fall interessant. In den Kisten der NCT findet man richtiges OP-Equipment. Auch eine neue Pflanze, die Rote Beete, hält jetzt Einzug ins Spiel, die es schon vor längerer Zeit auch in der Pocket Edition gab. Man kann sie ganz normal anpflanzen und abernten. Wenn man sie roh isst, bekommt man nur eine halbe Hungerkeule zurück. Wenn man sie jedoch zu einer Suppe weiterverarbeitet, bekommt man 3 Hungerkeulen zurück. Man kann sie aber auch ganz normal in Villager-Dörfern finden. Insgesamt finde ich, dieser Snapshot hat schon einen richtig guten Vorgeschmack auf die 1.9 gegeben. Und ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche, wenn ich euch den Snapshot 15W32A vorstellen kann. Bis dahin, ciao Leute. Zuerst kommen wir zu dem, was die meisten von euch interessieren wird, das PvP. Viele befürchten ja, dass die 1.9 das PvP... Beep! Im PvP kann es mir einfach... Beep! Übrigens kann jetzt auch im Creative... Kann man jetzt auch... Beep! Des Weiteren können auch Monster und Armor Stands in beiden... Wollte mich verarschen. Boah! Er lässt alles, was er trifft... Wollte mich verarschen. Er lässt alles, was er trifft, erleuchten. Auch Teamfarben werden beim Spekt... Der neue Wegblock, den man herstellen kann, indem man einen Rechtsklick auf mit einer... By the way, das zweite, die zwei, fickt euch. Es gibt noch einen weiteren neuen Block. Block, ja, genau. Denn er tarnt sich als Block. Und wenn sich. Denn er tarnt sich als Block. Und wenn dich dein. Boah, Alter. Denn er tarnt sich als Block. Und wenn dich dein. Insgesamt finde ich, dieser Snapshot hat schon einen richtig guten Vorgeschmack auf die 1.9 gegeben. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Woche, wenn ich euch den Snapshot 15 nehme.